Ja. Blöde Fähigkeit, wenn ich ehrlich bin. Noch ein Vampirschloss, das brauche ich jetzt aber gerade nicht. Der Bluthain wäre aber ganz nett. Leicht. So. Oh, ein Schlachtfeld. Damit kann man arbeiten. Viele Spinnen. Na, ist genauso kacke. So, und dann kann man hier anfangen. So müsste es eigentlich passen. Kann ich jetzt anfangen? So, weiter geht's. Das ist eine super feine Kiste. Das ist super Hammer. Mega lecker. Verteidigen und ausweichen, ein bisschen weniger Schaden. Nehme ich in Kauf. Es gibt mir eine Waffe. Oder gibt mir ein Dorf, wäre jetzt auch nicht schlecht. Oder zwei Dörfer. Also die Fähigkeiten können dann schon auf den Sack gehen. Das hier eigentlich. Jegliche Überreste. Ein Leben, das jemand führte. Ein Wunsch am Leben zu bleiben, ein trauriges Schicksal. 10 überführen. Ganze Kugel des Nachlebens, was es ja alles gibt in dem Spiel. Ich würde mich freuen, wenn ich aufhören, wenn ich irgendwann nicht mehr die Gegner hier mit meinen bloßen Händen töten müsste. Stattdessen muss ich hier Vampire erwürgen mit bloßen Fäusten. Nicht so geil. Gib mir doch meine Waffe. Jetzt habe ich krieg überhaupt keine Waffen. Wie soll ich mich denn wehren, wenn ich absolut nichts habe? Oh, danke. Damit kann man arbeiten. Dagegen ausweichen. Hab ich Regeneration? Nee. Aber ausweichen, 8% ist halt schön. Ich gehe trotzdem auf Regeneration, weil es kommt erstmal nichts mehr. Okay, ein klein bisschen Heilung. Jetzt geht mir bitte ins Dorf. Ich bin den ganzen Tag rumgelatscht. Oh, toll. Kannst du so? Nur ein bisschen Konter. Noch ein paar Haine mehr. Gerne. Eigentlich ein Level Up. Ne. So, was haben wir denn hier? Auferstehungsladung, ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich nehme mal die Klinge des Morgens. Oder eher die Klinge des Mordens. Oh, gute Sache. Felsen sind hier besser an der Stelle. Endlich ein Dorf. So. Das ist schon gar nicht so schlecht.
Noch ein Dorf. Ich gucke erstmal, wie es nach dem einen Dorf aussieht. Ja, wenn ich dann gleich wieder auf die Fresse kriege, dann habe ich auch nichts gewonnen. Okay, was haben wir hier? Verteidigung und Rundumschaden. Bisschen wenig Verteidigung, aber dafür Rundumschaden finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Gerade wenn man halt gegen viele Gegner kämpft. Friedhof. Und Wiese. Bisschen mehr Regeneration am Tag. Gleich helllichter Tag, dann seid ihr tot. Ein bisschen zu spät. Oh, vielleicht auch nicht zu spät. Ich mag diesen Effekt. 1, 2, 3. So. Oh, da kriege ich auf jeden Fall alles mit. Ich sag, mit dem Dorf warte ich jetzt noch, bis ich mir sicher bin, dass ich das auch schaffe da. Nicht, dass ich hier ein Vampir... Ja, wenn sich die Sonne auflädt, dann könnte ich direkt da einen Instant-Superschlag reinhauen. Halt. Die Umgebung muss halt verseucht werden. Da habe ich den Effekt direkt. Was haben wir hier? Rundumschaden. Weniger Vampirismus, das müsste schon passen, denke ich. Ich brauche den Schaden. Läuft ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Noch mehr Rundumschaden. So. Nochmal doof der verdammten Bitte. Aber die lasse ich jetzt erstmal den Hain, bauen wir dahin. Und da ist es schön. Und dann baue ich natürlich hier auch ein Weizenfeld hin. Kannst du so ausweichen, Angriffstempo. Was kannst du? Ausweichen, Angriffstempo. Aber ich brauche die Regeneration tatsächlich ein bisschen. Die Keule gefällt mir. So, was haben wir jetzt? Überlebenskünstler, ich nehme mal die Landvermesser erstmal. Oder das? Ich weiß mit Landvermesser. Ich will ja eigentlich gar nicht erst in die Situation kommen. So. Also kriege ich auf jeden Fall Holz zusammen. Wenn ich ein paar Berge zusammenspielen lasse, dann... Okay. Ihr verschwindet. Dieses Angriff unterbrechen ist auch gemein. Soul Reaver.
Dann zeige ich dann schön. Sehr schön. Weiter geht's. An euch kann ich mich, müsste ich mich eigentlich heilen können. Regeneration und Ausweichen. Besser? Nee, nur Konter. Und hier, Felsen. Nee, nicht vergessen. Überall nehme ich Zweige mit. Schau mal hier. Regeneration, Angriffstempo und Magieschaden. Ich nehme es mal für das. Es scheint mir besser zu sein als der Rundumschaden. Genial! So, was haben wir hier? Rundumschaden 5 und mehr Verteidigung. Nehme ich auf jeden Fall. Noch ein Schlachtfeld. Was ist das da? Blutpfad. Auf dem Schlachtfeldern werden nicht nur Geister erschaffen, bringt alle 4 Tage einen Blutklumpen hervor. Ach, wenn die sich überschneiden, passiert das. Interessant. Er hat auf jeden Fall so keine Möglichkeit, was zu machen. Ausweichen, mehr Regeneration, mehr Rundumschaden. Ja, Regeneration habe ich ein bisschen. Ein bisschen wenig tatsächlich, aber ein bisschen habe ich. Und mit dem Aufwerten soll man warten. Wo bin ich da hinten? Ich kann jetzt ein klein bisschen regenerieren. Wow, überhaupt nicht verschwendet. Oh, was hast du denn? Verteidigung, Konter, Ausweichen und Vampirismus. Das war kein Rundumschaden, das war kein... Okay. Wir haben Rundumschaden und Vampirismus. Rundumschaden aber nur noch 2. Ah. Gemein, dass das nicht einfach gestackt wird. Verschwindet jetzt mal. Lassen wir es erstmal. Ich habe eh kaum noch Leben. Oh, gar nicht schlecht. Verpisst euch. Okay, das kann ich direkt instant killen. Oh, doch nicht. Da habe ich mich aber geirrt. Okay, was kann die? Vogelscheuche Schaden. Künstliches Leben. Ausladender Schlag. 30% vom Schaden der Kreatur werden auf dem Schlachtfeld zuge... Werden jedem auf dem Schlachtfeld... Okay, auch dem Vampir. Dann geht's los. Regeneration mehr. Rundumschaden und Angriffstempo. 2 weniger Verteidigung, aber ein bisschen mehr Regeneration.
Kannst du so? Kann sein, dass sie mich jetzt gleich rasieren. Kann auch hoffen, dass morgen wird. Jetzt greife ich eigentlich an. Ach, den da. Ah, ne, ich krieg noch ganz gut hin. Aber jetzt verschwende ich den Schlag. Ärgerlich. Magieschaden, ne. Das sollte ich hinkriegen. Haben die sich gerade selbst zerstört? Kriege ich von den Holz? Ah, von denen kriege ich Holz, tatsächlich. Wie viel Leben habe ich? 165, die sollte ich eigentlich hinkriegen. Wäre natürlich besser, wenn du nicht den Ghoul angreifen würdest. Was haben die für eine Fähigkeit? Aasfresser verschlingt eine zufällige Leiche und stellt euch 25... Oh, okay. Ich halte mein Leben auf jeden Fall. Mach mal den Vampir da weg, dann haben die keinen Regenerator Life Leech mehr. Gut. Das Vieh ist schon mal weg. Das ist gar nicht so schlecht, wenn die erstmal die Leiche fressen. Ich nehme mal das hier. Mehr Grundverteidigung finde ich gut. Und noch ein Dorf. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aktuell aus, von daher würde ich das machen. Mit meiner Ausrüstung komme ich gerade ganz gut gegen. Okay, jetzt haben wir hier. Kein Ausweichen, aber Rundumschaden, nee. Regeneration ist schlechter. Weniger Ausweichen. Mehr Konter. Nee. Was sagst du? Vampirismus, Regeneration, Angriffstempo. Aber kein Ausweichen. Darum habe ich spekuliert tatsächlich. Gut, das war der. Durch den Rundumschaden nehme ich natürlich auch noch Leben. Wieder auf. Ist gar nicht so schlecht, je mehr ich erwische. Ach ja, die Goblins vergesse ich immer wieder, dass die auch entstehen. An dir müsste ich mich eigentlich heilen. Bisher läuft's noch. Aber nicht gut gerade. Ach, weil sie spinnen. So, was haben wir da? Oh nein. Ein Fleischgolem. Schöpft erst nachdem ein letzter Angriff ausgeführt. Oh, was ist das denn? Der könnte mich rasieren. Wie wenig Schaden mache ich denn auf den? Aber da gibt es gute Sachen. Regeneration, Rundumschaden. Vampirismus aus. Vampirismus drauf? Ne. Wie viel Regeneration habe ich? 1,8. 10 Ausweichen, Angriffstempo, Verteidigung und Rundumschaden, aber.
Ich habe halt keine Regeneration mehr drauf. Habe ich hier Vampirismus drauf? Nee. Aber mein Vampirismus könnte das eine gute Kombination werden. Ah, es ist ein schönes Dorf geworden. Land des Grafen, sehr schön. Ja, kann ich mich dann da oben wunderbar heilen? Habe ich hier schon geschaut? Regeneration, Rundumschaden. Ach ja, kein Ausweichen, richtig. Ich habe jetzt schon meine Tränke verbraucht. Bin schon fast beim Boss. So, was haben wir hier? Ausweichen, Vampirismus. Habe ich da Vampirismus? Nee. Und Verteidigung. Kein Rundumschaden, aber der Vampirismus ist vielleicht gar nicht schlecht. Ein Riese, weil ich brauche echt Leben. 63 ist nicht die Welt. Dieser Blutungseffekt ist stark. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Hab irgendwo verloren. Und wieder was zu essen. Das brauchte sehr viel zum Aus. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber es ist zu viel. Kräuterhütter oder wollte ich bauen? Bauen. Schurken freischalten. Da brauche ich mehr Stein. Ah, da fehlt mir Holz. Wurzelpuff fehlt mir Eisen. Bauernhof fehlt mir Stein. Los. War eigentlich gar nicht so eine schlechte Kombination. Hätte ich vielleicht nur besser bauen sollen, alles. Ich habe es dann einfach zu sehr herausgefordert. Das. Aber diese Dreier-Kombi gefällt mir eigentlich ganz gut mit dem Vampir und den Ghoulen. Mit den Feldern dann. Yay, ein Stein! Und eine Scherbe? Interessant. Wie ich die permanent? Weil die habe ich nicht abgesehen. Oh, Vampirismus. Trotzdem nett. So, hoffe ich doch mal, dass jetzt hier was passiert. Kann ich jetzt auch wenigstens mal richtig wehtun. Kann ich besser wehtun. Okay, jetzt noch ein Dorf. Gib mir noch direkt ein Dorf, dann kann ich nämlich gleich die Ghule da oben platt machen mit. Perfekt. Danke.
So. Klar, die sind stark. Die ziehen jetzt erstmal ordentlich. Die machen mich nass, oder? Gib mir bitte was Gutes. Ja, ich meinte eigentlich was Besseres Gutes. Kannst du mal den Vampir töten? Habe ich Regeneration? Wieso kriege ich Leben? Ach, ich hab ja Vampirismus auf meinem Schild. Nehmen wir das erstmal. Ja, mach das ruhig, in der Zeit heile ich mich. So, fangen wir an. Da kommt meine Wiese hin. Ich müsste halt eigentlich echt warten, bis ich haufenweise Schatzkammern habe. Normal. Ah, ein Schlachtfeld. Ein paar Spinnies. Ja, nichts Gutes. Da ist ein Skelett. Ein Soul Reaver. Kann hier noch irgendwas reinbauen, was nützlich ist. Aber der hat bloß. Okay, ich glaube, da fahre ich besser, wenn ich da ein Kieselkreuz-Zeug reinhaue. Oh, Bluthain. Endlich ein Level ab. Das ist der erste Ring, den ich finde. Ja, muss noch überlegen. So, was haben wir denn alles? Konter Rambok. Ich nehme den Konter. Will ich das doof jetzt? Eigentlich will ich schon, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann werde ich mich eh rasieren. Und das war's. Ich brauche viel besseres Zeug. Für immer weg.